Hallo Leute, willkommen zur 6. Folge von Banjo-Kazooie. Wir wollen in dieser Folge diese Welt hier komplett abschließen. Und dafür tun wir erstmal diese Röhren hier abchecken, denn es befinden sich in manchen Noten und ich glaube sogar in Momo-Schädel. So, es scheint, es wäre es nur in einer Röhre etwas für uns zu finden. Momo-Schädel glaube ich ist auch kein gefunden. Aber wir können hier noch hinaufgehen, wo es in einem kleinen Tumpen waren, wo die Macher einfach gerne hier mit hier einbauen. Also solche Sprünge halt. Gibt es noch ein paar Noten für uns zu holen. Und ein extra Leben, was wir jetzt nicht so brauchen, aber trotzdem nice ist. Ja, der war ja schon... Oh mein Gott. Jetzt nicht drauf gehen. So, es befindet sich aber an dieser Stelle noch etwas für uns. Oh Gott, dafür müssen wir einfach diesen Typen erledigen. Dann kommen wir... einmal nach hier rechts. Wo sich für uns ein Mumbo-Schädel befindet und ein paar Noten. Und wenn wir nach hier links gehen, kommen wir einmal hier unten an diesen Shinjo ran. Und wir können uns die Noten hier holen. Nein! Nein, 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 nein. Okay, warte, warte, warte. Jetzt den Weg. Was? Ey, ich. Wenn ich jetzt dadurch sterbe, dann bricht das Let's Play ab, keine Ahnung. Also, an dieser Stelle hatte ich auch noch nie Probleme. So, haben wir auch endlich mal geschafft. Denn hier befindet sich noch eine leere Honigwabe. So, hier befindet sich noch ein Leben, wo die zweite leere Honigwabe in dieser Welt ist. Weiß ich selber im Moment gerade nicht, aber ich habe nicht die, wo sie sein könnte. Ich werde es einfach mal kurz abchecken. Hier, weil ich kann mich glaube ich erinnern, dass man da so ein bisschen reinschwimmen konnte. Okay, ist vielleicht doch nicht wahr. Oh Gott, ich will sterben. Doch, hier ist sie. Es ist einfach nur übelst buggy. Oh mein Gott. Ey, wäre gerade nicht diese Kamera an sich gekommen, hätte ich jetzt einfach gesagt, nö, da ist sie nicht und ich hätte keine Ahnung, wo die ist und müsste wahrscheinlich im Internet nachschauen. Um dann nur festzustellen, dass ich doch mit meiner Erinnerung richtig war. Aber, ganz ehrlich, was sucht die da? Und wie bekomme ich die jetzt? Okay, ich hab sie. Ja, wir haben ein neues Herz und ich glaube, wir werden sogar geheilt, oder? Wenn wir... Ja! Ich muss nicht mal mit einem Leben rumlaufen. Wir haben es gewohnt geheilt, weil wir jetzt ein neues Extra-Leben haben. So, jetzt gibt es hier aber mehrere solche Röhren, wodurch wir auch in diesen Bereich gekommen sind. Wo es ein paar Sachen gibt und durch diese kann man auch sehr leicht sterben. Aber ich glaube, hier sollte sich doch noch etwas für uns befinden. Bitte, ich will nicht sterben wegen irgendwas Dummes. Ne, es ist ein Puzzleteil und jetzt muss man ganz schnell wieder zurück. Die Kameraansicht jetzt ist nicht so geil. So, den Teil haben wir jetzt aber geschafft. Zu diesen Röhren ist ein kleiner Tipp. Versuch's einfach systematisch, die abzuhandeln. In dieser Röhre befindet sich aber nach meiner Erinnerung ein Bosskampf. Beziehungsweise ein Mini-Bosskampf, denn wir müssen hier einfach diese Krebse erledigen. Was nicht wirklich ein Bosskampf ist, aber trotzdem ist ja ein Kampf und ich weiß es nicht, aber du bist jetzt tot.
Ich bekomme ein Puzzleteil und vielleicht kriegen wir sogar alle Noten hier in dies. Ja, wir haben alle Noten. Und hier befindet sich unser. Ich weiß es nicht. 90. Puzzleteil. Das heißt, eins müssen wir noch holen. So, als nächstes gehen wir in diese Röhre. Und ich kann mich erinnern, dass eine Röhre eine Trap war. Wo man dann einfach übelst einen langen Weg, glaube ich, gehen konnte, musste. Oh Gott, dass wir den Ginger als letztes einsammeln, war ein großer Fehler, weil hier das Puzzleteil zu bekommen ist nicht ganz so geil. Aber wir haben unser 10. Puzzleteil. Und ich glaube, es befindet sich jetzt noch in einer letzten Röhre in Mumbo-Schädel. Ja, hier befindet sich der Mumbo-Schädel. So, wodurch wir jetzt alles haben. Ich schaue einfach mal nach. Klingt ganz clever. Wir haben alle Puzzleteile, alle Noten und alle Honigwaben. Nach meiner Erinnerung gibt es ja auch nur 5 Mumbo-Schädel, die wir auch erreicht haben. Und wir verlassen damit diese Welt. So, als nächstes öffnen wir diese Tür hier. Wo wir in diesen Bereich hier kommen. Hier ein Puzzleteil befindet, was wir aber auch nicht bekommen können. Aber es befindet sich hier ein Durchgang, wodurch wir in diesen Bereich hier kommen. Und ja, hier befindet sich uns eine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Aber hier ist der Eingang zur 4. Welt. Oh Gott, geht da hoch. Bitte. Okay. Ja, doch die 4. Welt gibt es erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. So, kleiner Nachtrag meinerseits. Ich habe leider vergessen, dieses Puzzleteil zu zeigen, denn wir haben natürlich auch was durch, wir bekommen natürlich auch was von dem Hexenschalter von der 3. Welt. Ja, aber damit würde ich sagen, beende ich diese Folge. Bis zum nächsten Mal.